Ja, servus, ich bin's Hendrik von JB Spielwaren und heute in diesem schönen Video soll es gehen um die Minifiguren von Lego. Und ja, das Video hat einen ganz klaren Fokus auf Lego Star Wars. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich bin nicht nur Händler bei JB Spielwaren, sondern ich bin vor allem auch begeisterter Sammler. Schon seit meiner Kindheit habe ich mit Lego zu tun und mein größtes Sammelgebiet ist schon immer gewesen, seit 1999, Lego Star Wars. Aktuell versuche ich mich daran, die Minifiguren komplett zu halten und der eine oder andere von euch wird das Gleiche versuchen. Es ist nicht immer einfach und vor allem gibt es schon über 1100 Figuren. Von daher gibt es da bei dem einen oder anderen mit Sicherheit auch ein Platzproblem. Ich möchte mir in diesen Videos mit euch die Figuren mal genauer anschauen. Wo kommen sie her? Wie oft gibt es sie? Sind sie selten? Sind sie nicht selten? Welche verschiedenen teilweise kleinsten Unterschiede von Figuren gibt es auch, die dann für eine, ja, vielleicht auch Wertsteigerung sorgen oder auch nicht. Und ja, weil das so viele Figuren sind, habe ich das Ganze aufgeteilt in verschiedene Videos. Geht immer mal um drei, vier, fünf verschiedene oder dann bei einem Luke Skywalker zum Beispiel auch mal nur um Luke, weil es einfach so unendlich viele davon gibt. Ja, ich hoffe, das Video gefällt euch, die Videoserie gefällt euch. Es werden viele weitere zu den Star Wars-Figuren folgen. Folgt uns hier auf YouTube, auf dem Kanal. Wir haben auch ganz viele tolle Reviews von Lego-Neuheiten, ansonsten immer wieder für euch gefilmt, auf Deutsch, auf Englisch. Beide Kanäle kann ich euch ans Herz legen. Und jetzt legen wir los mit den Minifiguren Lego Star Wars. Ja, ihr seht hier einen kleinen Ausschnitt von meiner Minifigurenwand. Ich habe versucht, die Figuren nicht einfach nur in IKEA Beuteln oder sonstigen zu verstauen, sondern ich möchte sie ja dann auch präsentieren. Also habe ich mir gedacht, was gibt es Schöneres als in einer Todessternoptik mit vielen dunkelgrauen Steinen so eine Art Minifigurenwand zu bauen. Hat aktuell schon eine Länge von über 6 Metern und ja, jetzt kümmern wir uns heute aber nicht um Ki Adimundi oder Kit Fisto, sondern ich habe hier mal einen Platz leergeräumt für Ahsoka. Genau, und zwar ist Ahsoka ja eine der beliebtesten Charaktere von den Clone Wars Series. Jetzt gerade ja die letzte Staffel auch zu Ende gegangen. Und ich nehme mal vorweg, es wird im August auch eine neue Lego-Minifigur von Ahsoka geben. Von daher hat das Video jetzt auch eine gewisse Aktualität. Von links nach rechts sind die drei Minifiguren aufgebaut, die bisher von Lego erschienen sind, auch von den Jahren her. Und wir beginnen einfach mal mit der ganz links. Sieht man auch, ist die am wenigsten detaillierte. Man kann hier ganz gut auch erkennen, denke ich, wie Lego sich weiterentwickelt hat. Diese Figur hier ist von 2008 und wurde von 2008 bis 2010 dann in den verschiedensten Sets verwendet. Und zwar ging es los 2008 ja mit den, Clone Wars Sets bei Lego. Zum ersten Mal sind auch die für viele befremdlichen Clone Wars Gesichter aufgetaucht, die sich leider ja viele, viele Jahre dann auch durchgezogen haben. Und so gibt es von verschiedensten Charakteren eben dann auch diese Clone Wars Version. Ahsoka in dieser Form ist in 6 Sets aufgetaucht und in einem Magnetset. Das Magnetset war ganz interessant, ist erst erschienen 2010. Und 2010 konnte man das noch unverklebt kaufen, ist dann später aber als Version Minifiguren angeklebt an den Magnetstein erschienen. Deswegen gibt es da also die Differenzen in diesem Set. Und ja, das war damals eine tolle Möglichkeit, für 9,99 € an drei Figuren zu kommen. Es war noch ein Anakin mit dabei und so ein Senat-Kommando-Trooper. Und eine tolle Möglichkeit, wie gesagt, diese Figuren zu ergattern. Die Ahsoka hier, wie gesagt, kommt ansonsten noch in 6 Sets vor. Zum Beispiel im 7751 Ahsoka Starfighter von 2009. Sehr interessantes Set, kann ich eben auch ans Herz legen. Kleines, schönes Set. Dieser Starfighter von Ahsoka gab es auch nur so einmal jetzt in dem Set, von daher recht interessant. Man konnte die Figur auch noch kaufen im, oder bekommen im 8037 Clone Wars Y-Wing, gelb-weiße Version. Fand ich damals ein herausragendes Set, sah richtig cool aus.
und ist immer noch ein schönes Set. Auch das Set ist nie wieder aufgelegt worden, von daher mit Sicherheit für alle, die sich auch für Sets und nicht nur für Figuren interessieren, eine tolle Möglichkeit, neben der Figur auch ein interessantes Set zu bekommen. Genau, das Set ist erschienen 2008. Im 8098 Clone Turbo Tank war auch eine Ahsoka-Minifigur, auch diese hier mit dabei. Genauso wie im 7675 ATTE aus der ersten Clone Wars-Welle. ATTEs sind ja recht häufig, ich glaube dreimal in Summe schon als Minifiguren-Version erschienen. Könnt mir vorstellen, dass nächstes oder übernächstes Jahr wieder mal eins auf den Markt kommt. Finde ich, ist aus den neuen Filmen und aus der Clone Wars-Serie eins der gelungensten Kampfmaschinen auch der Republik. Es gab dann noch The Twilight, das Set 7680. Das war damals ein Exklusivartikel in Deutschland, zumindest für Toys R Us. Und in dem Set gab es auch diese kleine Rotta-Minifigur, die in der ersten Clone Wars-Serie oder Staffel dann ja gerettet werden musste. Der kleine Jabba the Hutt, sage ich mal. Auch da war eine Ahsoka-Minifigur dabei. Und das letzte Set, in dem diese Figur erschienen ist, mit Sicherheit haben das die wenigsten von uns, ist eine Comic-Con-Präsentation, ein Comic-Con-Präsentationsset. Damals gab es, glaube ich, sechs verschiedene Sets in Summe, die jeweils drei Figuren beinhalteten. Und in einem dieser Sets war Ahsoka mit drin. Genau. Recht häufig also erschienen die Figuren. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Detail an. Die Figur hat ein neues Haarteil damals gehabt. Hier diese Ahsoka in Blau-Weiß gehalten. Einen bedruckten Oberkörper und Light-Bluish-Gray Beine. Wenn wir jetzt die Kopfbedeckung mal abnehmen, dann sieht man, es gab keine alternative Bedruckung hinten auf dem Oberkörper und auch kein alternatives Gesicht. Genau. Ansonsten aber eine für damalige Verhältnisse sehr, sehr gelungene Figur. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr die Figur findet. Natürlich im Verhältnis zu den Zweien, die gleich noch kommen, sieht sie dann recht spärlich bedruckt aus. Und die zwei anderen sind natürlich wesentlich detaillierter. Aber für 2008er Verhältnisse war das eine herausragende Figur. In 2013 bzw. 2014 ist dann eine weitere neue Ahsoka-Minifigur erschienen, und zwar diese hier in der Mitte. 2013 in der Umbaran Canon 75013 war damals ein nicht ganz so beliebtes Set. Ich kann dem Ganzen heute auch noch nicht so viel abgewinnen. Aber es ist eben diese Figur drin, die mittlerweile bei Bricklink bis zu 40 Euro kostet, manchmal auch mehr. Sind nämlich nur, wie gesagt, in zwei Sets verfügbar, die Figuren. Und wenn man es im Verhältnis sieht mit der Ahsoka hier, natürlich wesentlich detaillierter von der Bedruckung her. Deswegen eine sehr beliebte Figur. 2014 ist Ahsoka in der Form dann nochmal erschienen im 75046 Coruscant Police Gunship. Und das ist ein Set, was ich gerade erst wieder gebaut habe, was mich damals schon fasziniert hat. Tolle Farbgestaltung, tolle Teile mit dabei. Dunkelblau, dunkelgrau und transparent rot. Es waren auch Shock Trooper mit drin im Set, von daher war das ein damals schon sehr tolles Set und heutzutage sehr gefragt, auch entsprechend teuer das Ganze. Gucken wir uns die Figur mal im Detail an, denn hier wird es jetzt, auch wenn man das Haarteil abnimmt, interessanter. Wir haben sowohl eine Torso-Bedruckung auf der Rückseite als auch ein alternatives Gesicht. Und dieses alternative Gesicht kommt ja von der Freundlichkeit her der ersten Ahsoka schon näher. Hier guckt sie ein bisschen grimmiger. Genau. So, ansonsten es sind auch bedruckte Beine dabei in dunkelbraun und ein brauner Oberkörper mit detaillierter Bedruckung, orangenen Armen. Genau. Das ist die zweite Ahsoka 2013, 2014. Ihr merkt schon, in Summe sind wir erst bei 8 Sets, in denen Ahsoka überhaupt aufgetaucht ist. 2008 bis 2010
13 und 14. Das heißt, es gab auch mal tatsächlich ein paar Jahre, in denen gar keine Ahsoka verfügbar war. Und jetzt kommen wir zu dieser dritten Minifigur. Diese dritte Minifigur ist dann 2016 erschienen, also wieder 2 Jahre später nach dem Coruscant Police Gunship. Und man sieht eine große Veränderung von Ahsoka 1, 2 und zur dritten, nämlich hier geht es um die erwachsene Ahsoka dann aus einer der späteren Clone Wars Staffeln. Wesentlich längeres Haarteil wurde damals auch neu extra für diese Figur produziert und ja, ist nur in einem einzigen Set verfügbar gewesen, in der Rebel Combat Frigate von 2016, Artikel Nummer 75158. Und um das Ganze noch schwieriger zu machen, war das Set auch nicht frei verfügbar im deutschen Handel erhältlich, sondern ein Exklusivset für, glaube ich, unter anderem wieder Toys R Us. Genau, dementsprechend teuer ist die Figur hier auch gehandelt, kostet im Moment um die 80 Euro auf Bricklink in neu. Und ja, das ist so viel, wie fast das ganze Set früher gekostet hat. Es kostete, glaube ich, 119 in Summe. Gucken wir uns die Figur mal im Detail an. Die zwei Lichtschwerter hatte die Ahsoka dann ja damals. Ist, glaube ich, nicht ganz akkurat der Griff, weil das ursprünglich ein Teil war für die Asai Ventress. Aber da hat Lego dann eben keinen neuen Lichtschwertgriff produziert. Genau, wenn man sich das Ganze jetzt mal von hinten anschaut, sieht man auch da, der Torso ist natürlich, wie damals dann schon üblich, immer doppelseitig bedruckt auf beiden Seiten. Die Beine sind bedruckt und wir haben ein extrem detailliertes Haarteil und ein grimmig dreinschauende Ahsoka. Jetzt nehmen wir mal auch hier das Haarteil ab. Ist etwas schwieriger als bei den anderen, weil es ein Softplastik ist. Genau, so ist es weg. Und jetzt gucken wir uns nochmal den bedruckten Kopf an. Hier grimmig und hier einigermaßen freundlich. Ist auch die einzige Figur, die bisher erschienen ist, ohne Clone Wars Augen. Von daher verständlich, dass viele Leute am liebsten diese Ahsoka tatsächlich in ihren Sammlungen haben möchten. So, viel mehr Ahsokas oder was heißt viel mehr? Mehr Ahsoka-Minifiguren gab es bisher nicht von Lego. Und jetzt freuen wir uns natürlich alle auf auf die Neuauflage vom, glaube ich zumindest, AAT in Clone Wars Farben, in denen dann eine weitere, hier vierte Ahsoka Tano in meiner Minifigurenwand auftauchen wird. Das soll es ansonsten soweit gewesen sein zu den verschiedenen Feinheiten der Ahsoka Minifigur. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut bei uns auch in die anderen Minifiguren-Videos oder auch Review-Videos von Sets mit rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Hendrik von JB Spielwaren.